Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Fünfte Folge von Wer weiß denn sowas, das dritte Spiel. Und wir gehen heute wieder mal zum Elten. Nehmen wir ihn an. Zipfelklatscher. Der ist hässlich, den nehme ich. Neue Show, neue Fragen, die kein Mensch gebrauchen kann. Wussten Sie eigentlich das, dass Rotkehlchen der Vogel des Jahres 2021 ist, mit der Besonderheit, das erste Mal, dass der Vogel des Jahres über eine öffentliche Online-Abstimmung gewählt wurde? Ich freue mich auf unsere beiden Teams und ich freue mich natürlich auch sehr über unser Publikum hier im Studio. Und wir schauen mal, wie sich das Publikum heute entschieden hat. Was Sie glauben, wer heute hier das Rennen macht, welches Team also, gewinnt. Das bin definitiv das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elten. Ihr habt jeweils einen Publikumsjoker, den ihr einsetzen könnt. Und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Es sind auch heute wieder 12 Kategorien auf unserer Wand. Die 12 Kategorien heute sind Sport, Umwelt, Clever, Erfindung, das Fragezeichen, Big 17, das Wetter, tierisch, Antike, in der Küche, Schönheit. Also egal, was ihr tut, nehmt ja kein Sport oder tierisch, sonst kriegt ihr Ärger mit mir. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Nimm Clever. Nehmen wir Trick 17? Ja, gerne. Nimm's. Wir nehmen Trick 17. Hast diese Kategorie. Wie lassen sich beim Haare föhnen? Kopfhaut und Haare schonen. A. Sweatshirt über den Kopf ziehen. B. Haare vor dem Föhnen im nassen Zustand glätten. Oder C. Den Föhn mit einem Nylonstrumpf bespannen. Verarschen? Also C. Stimmt auf jeden Fall. Wie stehst du zu A? Also A würde ich ausschließen. Was hältst du von B? B schließen wir aus. Wir nehmen C. Wir nehmen C. Hier ist die richtige Antwort. Um die Haare beim Föhnen zu schonen, hilft folgender Trick. Einen Pullover bis zur Stirnseite ausziehen, sodass das Gesicht frei ist, die Haare aber noch im Pullover stecken. Dann einen Ärmel im Nacken einschlagen und in die Öffnung des anderen Ärmels den Föhn stecken. Wird der Föhn eingeschaltet, ist aus dem Pullover eine Trockenhaube geworden, die die heiße Föhnluft gleichmäßig verteilt und Haare sowie Kopfhaut schont. Welcher Vollpfosten macht denn sowas? 0 Euro auf dem Konto. Das sind alles. Was soll eure erste Kategorie sein? Dieses Trick 17, das sind alles Weiberfragen. Wir nehmen wie immer tierisch. Ja, nehmen wir tierisch. Ja, Mann. Die rätselhafte Pechlibelle hat ihren Namen, weil sie A. auf den Azoren lebt, ohne sich jemals zu paaren, B. mal als Wespe, mal als Libelle in Erscheinung tritt oder C. im Sommer verschwindet und keiner weiß wohin. Also gut, okay, jetzt passt mal auf. Das heißt ja Pechlibelle. Warum sollte die Pech haben, dass es sich als Wespe oder als Libelle in Erscheinung tritt? Das hat doch mit Pech nichts zu tun. Im Sommer verschwindet und keiner weiß wohin. Ja, wen interessiert denn der Scheiß? Das hat nichts mit Pech zu tun. Aber wenn sie auf den Azoren lebt, ohne sich jemals zu paaren, na, das ist ja wirklich Pech, würde ich sagen, ne? Alter. Ist dann natürlich die Frage,
wenn die sich nicht paaren kann, wie können die überleben? Wie kommt könnt die ihr euch jetzt mal entscheiden? Hat dich jemand nach deiner Meinung gefragt, du Freak? Auf den Azoren lebt, ohne sich jemals zu paaren. Also für mich hört sich das wirklich am besten an. Was, wenn man jetzt mal von dem Namen Pech ausgeht. So, mal gucken, was unseren Freund Elton da dazu sagt. A würde ich dann mal ausschließen. Ach, du hast doch keine Ahnung. Ich wäre jetzt für B. Die 1. Also C schließe ich schon mal aus. Also gut, mal als Wespe, mal als Libelle in Erscheinung tritt. Also ich weiß von manchen Tieren, die ihre, ihre entweder männlich oder weiblich machen können. Aber das liegt, glaube ich, mehr bei Frösche oder so ein Scheißdreck. Aber warum sollte die Pech haben, dass die als Wespe oder als Libelle in Erscheinung tritt? Also, ich kann mir dabei nicht helfen, es tut mir leid. Wie gesagt, das Erste da oben, auf den Azoren lebt, ohne sich jemals zu paaren. Ja, wenn die sich nicht paaren können, wie entsteht die neueste Generation? Das ist doch irgendwie ein Widerspruch in sich, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Schnauze, du Punk! Im Sommer verschwindet nun keiner weiß wohin. Ich habe keine Ahnung, echt. Aber ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es C ist. Also geht man von A oder B. Aber wie gesagt, wenn sie sich nicht paaren, wie kommt die nächste Generation von denen? Das ist ein Widerspruch in sich. Also denke ich mal, wir hören auf die Eltern und sagen B. Das macht irgendwie mehr Sinn, aber mich stört irgendwie halt dann... Komm, wir nehmen jetzt B. Wir haben B eingeloggt. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Die rätselhafte Pechlibelle ist eine in Nord- und Mittelamerika verbreitete Kleinlibellenart. Es finden sich aber auch Populationen auf den Galapagos-Inseln und den Azoren. Das Besondere ist, dass sie sich auf den Azoren als einzige bekannte Libellenart der Welt pathogenetisch fortpflanzt. Das bedeutet, dass alle Generationen ausschließlich aus Weibchen bestehen, die Eier legen, ohne sich vorher zu paaren. Daraus schlüpfen wieder nur Weibchen. Ernsthaft? Wie genau die ungewöhnliche Fortpflanzung funktioniert, ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Leider bleibt es bei 0 Euro. Ja, das war mein erster Gedanke, also doch irgendwie machen wir richtig, weiter. Ne? Entscheiden wir uns für clever. Nee, nehmen wir clever. Clever nehmen wir. Um eine festsitzende Schraube zu lösen, schwören Mechaniker auf das sogenannte Aufwecken, wobei die Schraube mit leichten A. Ziehbewegung mit einer Kneifzange gelockert wird, B. Drehbewegung mit einem Zimmermannsnagel erwärmt wird oder C. Hammerschlägen auf den Schraubenzieher bearbeitet wird. C möglicherweise? Weil ich finde, so Hammerschlägen so ganz, das gibt es. Das also irgendwie das Logischste ist doch irgendwie A. Wäre B eine Möglichkeit? Ziehbewegung mit einer Kneifzange gelockert wird. Das heißt, ich nehme die Kneifzange dahin und mache dann Zieh dann dran. Allerdings nicht mit einem Schraubenzieher dazwischen. Ich nehme C. Okay, wir haben C eingeloggt. Kann das wirklich sein? Um in Metall festsitzende oder rostige Schrauben wieder gangbar zu machen, setzen viele Mechaniker auf Hammer und Schraubendreher. Beim sogenannten Aufwecken wird der Schraubendreher auf die Schraube gesetzt, um dann mit dem Hammer vorsichtig auf den Schraubendrehergriff zu schlagen. Durch die Vibration soll die Vorspannung und eventueller Rost gelöst werden und die Schraube wird wieder beweglich. Okay. Hab ich so jetzt auch noch nicht gehört, also... 500 Euro, wie machen wir weiter? Das ist mal was, wo du für den Alltag echt gebrauchen kannst, also... Wir machen weiter, nächste Kategorie. Respekt. Ganz klar. Wir nehmen mal Sport.
Welchen Luxus bietet das American Football Stadion der Jacksonville Jaguars in Florida einigen seiner Zuschauer? A. Das Spiel kann aus einem Pool verfolgt werden. B. Es gibt 1000 Sitzplätze mit elektronischer Massagefunktion. Oder C. Burger und Pommes kommen per Transportband zum Platz. Also ich weiß nicht, aber ich meine, ich hätte das Antwort C schon nochmal gehört. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das jetzt unbedingt beim American Football war, aber irgendwo habe ich das schon nochmal gehört, dass da ein Transportband direkt, also das ist praktisch die unterste Reihe, die unterste Reihe, also praktisch direkt vor der Absperrung vom Platz. Und dort direkt an dieser Bande vorne dran läuft ein Ding, läuft so ein Transportband, wo sich die Dinge denn. Also ich meine, ich hätte das schon nochmal gesehen. Ich bin mir aber echt nicht sicher, ob das bei American Football war. Das könnte doch was ganz anderes gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich das schon nochmal gehört. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Hat dich jemand nach deiner Meinung gefragt, du Affe? Also das Spiel kann in einem Pool verfolgt werden. Ja, warum? Okay, wir sprechen hier von Florida. Da ist das ganze Jahr über Sommer. Da ist natürlich schön, wenn man sich da in den Pool rein verlatschen kann und kann das vom Ding aus gucken. Ne? Also das ist natürlich auch eine richtig geile Sache. Ne? Also elektronische Massagefunktion, ich weiß nicht, also... A heißt, es gibt ein Pool für ein paar Zuschauer. Das finde ich wirklich ein bisschen komisch. Ein Pool, da passen viele, also ich weiß nicht, wie groß er ist, und dann guckst du wohin, finde ich ein bisschen strange. Ich vermute eins einfach mal B. Das ist doch ein Quatsch. Also C würde ich ausschließen. Also ich weiß nicht, also... Ja klar, mit elektronischer Massagefunktion, das ist natürlich was Herrliches, aber ey... Alter, ey, das ist doch Schwachsinn. Also ich weiß nicht, ich hab das schon nochmal gehört, ich nehme jetzt... Auch wenn es vielleicht schief läuft und die uns gleich hinten mit der Keule drohen, aber wir nehmen einfach mal C. Ja, also wir loggen C ein. Ich hab das schon nochmal irgendwo, habe ich das gesehen. Während das US-amerikanische Footballteam der Jacksonville Jaguars in ihrem Stadion in Florida spielt, haben die Fans eine ganz besondere Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen. Bei der Umgestaltung des Stadions 2014 wurden tausende Sitze der Nordtribüne entfernt, um dort zwei Pools mit Blick auf das Spielfeld zu positionieren. Tickets, um sich das Spiel schwimmend anzuschauen, kosten ca. 200 Euro pro Person inklusive Getränke und Essen. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Ich meine, das ist Florida, das ist das ganze Jahr über Sommer und das ist natürlich toll, ne? Wir machen mit euch weiter. Ja, dumm gelaufen. Aber ich habe das schon nochmal irgendwo gesehen mit diesem blöden Förderband, wo da so ein Ding durchläuft. Ich weiß nicht, wo das Fragezeichen, bitte. Mit der sogenannten Bacon-Zahl kann festgestellt werden, A. Wie lange Bacon gebraten werden muss, um kross zu werden. B. Wie geeignet ein Mensch für eine Führungsposition ist. Oder C. Über wie viele Ecken ein Schauspieler mit Kevin Bacon gedreht hat. Wie findest du C? Also es gibt diese Idee natürlich, über wie viele Ecken ist er miteinander verwandt. Fällt dir zu B was ein? Das schließe ich aus. Oh, A vielleicht? Also... Bei Bacon war ich ja sofort bei Francis Bacon, irgendwas Wissenschaftliches. Deshalb würde ich A ausschließen. Okay, wir nehmen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wer glaubt es zu wissen? Ja, stehen Sie ruhig auf. Wenn Sie es wissen, stehen Sie auf. Also können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig mal. So, wer soll es beantworten? Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. Es kann eigentlich nur Antwort C sein. Darüber habe ich eine Doku gesehen. Ja, also wir loggen C ein. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder.
Die sogenannte Bacon-Zahl hat ihren Ursprung in den 1990er Jahren an der University of Virginia. Ein Computerprogramm ermittelt, über wie viele Ecken ein Schauspieler mit dem Schauspieler Kevin Bacon gedreht hat. Bacon selbst hat die Zahl 0. Kollegen, die direkt mit ihm vor der Kamera standen, haben die 1. Kollegen, die wiederum an der Seite dieser Schauspieler spielten, haben den Wert 2. Und so weiter. Die Bacon-Zahl greift das kleine Weltphänomen auf, nachdem zwei Menschen auf der Erde über maximal 6 Ecken miteinander bekannt sind. Warum ausgerechnet Kevin Bacon? 1000 Euro auf eurem Konto. Gott, die machen uns fertig, Alter. Nächste Frage. Gott, mein Nerve. Oh, gehen wir aufs Wetter. Wir nehmen das Wetter. Trockengewitter, bei denen es lange nicht regnet, kommen im Mittelmeerraum, aber fast nie in Deutschland vor, weil hierzulande A. Gewitterwolken nicht so hoch hängen, B. die Luftfeuchtigkeit über den Wolken niedriger ist oder C. Hochdruckgebiete kleiner sind. Was soll ich dazu nur sagen? Gut, wir fragen das Publikum. Ihr nehmt den Publikumsjoker. Wer glaubt es zu wissen? Stehen Sie ruhig auf. Jetzt müsst ihr entscheiden, wer soll antworten. Und Sie glauben, das beantworten zu können. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Mein Gefühl sagt Antwort A. Das passt für mich am besten. Ihr habt A eingeloggt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. In Spanien oder Portugal stehen Menschen im Sommer manchmal im Trockenen, obwohl es über ihnen blitzt und donnert. Diese Trockengewitter kommen vermehrt in wärmeren Regionen vor, wo heiße und trockene Luft dafür sorgt, dass Wassertröpfchen erst in 4 bis 5 Höhenkilometern Wolken bilden. Durch den langen Weg verdunstet der Niederschlag, bevor er den Boden erreicht. Hierzulande kommt dieses Phänomen fast nie vor, denn die Wolken hängen meist nur etwa halb so hoch. Wir kommen zu eurer nächsten Kategorie. Schwere Entscheidung. Umwelt vielleicht? Ich bin für Umwelt. Wir hätten gerne Umwelt. Warum erlauben es viele Gemeinden nicht, biologisch abbaubare und kompostierbare Kunststofftüten in der Biotonne zu entsorgen? A. Die Kompostierungsanlagen können sich nicht vollständig abbauen. B. Bei Wärme entfalten sie einen Geruch, der Kleintiere anlockt. Oder C. Sie verbinden sich oft zu großen, harten Klumpen. Was sagst du zu A? Also ich würde B ausschließen und große, harte Klumpen auch. Eventuell B? Also B würde ich ausschließen. Dann nehmen wir A. Ihr nehmt A. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Einige Kunststofftüten tragen die Aufschrift biologisch abbaubar oder kompostierbar und kommen zum Beispiel in Supermärkten an Obst- und Gemüsetheken vor. Dennoch sind diese Tüten normalerweise nicht für den Biomüll geeignet. Die Kompostierungs- oder Vergärungsanlagen vieler Gemeinden bieten nicht die nötige Verweildauer oder benötigte Temperatur, um die Tüten vollständig abzubauen. Die Kunststoffe müssen als Störstoffe aufwendig aus dem fertigen Kompost herausgesiebt werden oder sie verbleiben dort als Mikroplastik. €1.500 auf eurem Konto. Wir machen uns gnadenlos fertig. Nächste Kategorie. Gute Frage, nächste Frage. Gehen wir mal in die Küche. Das ist eine gute Idee. Bei welchen Gerichten ist das Vorheizen des Backofens laut Verbraucherzentrale in der Regel überflüssig? A. Schweinefilet, B. Schokoladensoufflé oder C. Tiefkühlpizza? Also ich meine Tiefkühlpizza. Nee, glaube ich nicht. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Warum auch immer? Also C würde ich jetzt einmal ausschließen. Ich
nehme es aber trotzdem. Mach ein Bauchgefühl und sag C. Ihr sagt C. Hier ist die Lösung. Ich habe keine Ahnung. In vielen Rezepten und auf der Verpackung von Lebensmitteln wird empfohlen, den Backofen vorzuheizen. Bei der Zubereitung von Schweinefilet oder Soufflé ist das sinnvoll, denn diese Speisen sind empfindlich und benötigen eine konstante Backtemperatur. Bei anderen, weniger anspruchsvollen Waren wie Tiefkühlpizza ist das Vorheizen überflüssig und wird von den Herstellern nur empfohlen, damit eine minutengenaue Zubereitungszeit auf der Verpackung angegeben werden kann. 500 Euro, bin ich nicht gut? 1000 Euro. Hab's doch gut. Schönheit spricht mich an. Wir nehmen Schönheit. Schönheit, bitte. Woraus kann eine Kur gegen spröde und brüchige Haare hergestellt werden? A. Gelatine, B. Hirschhornsalz oder C. Backpulver? Ernsthaft? Antwort A. Wir schließen jetzt erstmal das A aus. Fällt dir zu B was ein? Das meine ich, hätte ich schon mal gehört. Wir nehmen B. Dann nehmt ihr B. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen das jetzt auf. Um Haaren einen Schutzfilm zu verleihen, gibt es ein Hausmittel. Gelatine. Sie wird in heißem Wasser eingeweicht und mit einem Esslöffel Spülung vermischt, ins frisch gewaschene Haar eingearbeitet und nach ein paar Minuten wieder ausgespült. Die Gelatine haftet an den einzelnen Härchen und bildet eine schützende Hülle. Das enthaltene Eiweiß dringt tief in die Haare ein und schützt und glättet ihre Struktur. Es bleibt bei 1500 Euro. Typische Frau-Frage. Noch drei Kategorien haben wir zu spielen. Gott, mein Nerv. Mir ist es eigentlich völlig egal. Wie kam der südamerikanische Fettschwalm zu seinem Namen? Seine Eier sind besonders gehaltvoll. B. Er kleistert sein Nest mit einer Fettschicht aus. Oder C. Jungtiere bringen das 1,5-fache ihrer Eltern auf die Waage. Was ist kaputt? Wieso sollten ein Jungtier das 1,5-fache mehr wiegen als die Eltern? Das ist doch Schwachsinn, oder? Keine Ahnung, ey. Fettschwalm. Seine Eier sind besonders gehaltvoll. Also in normalen Eiern ist auch relativ wenig Fett drin. Also warum sollte ausgerechnet in den Eiern richtig viel Fett drin sein? Klingt logisch, was der da sagt. Warum? Ja, warum eigentlich nicht? Sehe schon mal nicht. Also, ich weiß auch nicht, aber mir sagt das B, oh, mich lächelt das B irgendwie an, aber warum sollte der da eine Fettschicht reinmachen? Das ist die Frage. Also, ja, komm. Wir wissen es nicht, wir können nur raten und ich glaube, wir raten mal B. Ihr entscheidet euch für B. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Der Fettschwalm lebt in Südamerika zwischen Felsen oder in Höhlen. Er wiegt etwa 370 Gramm und hat eine Spannweite von ca. 80 Zentimetern. Um Nahrung für seine Jungen zu besorgen, legt der Vogel kilometerweite Strecken zurück und füttert sie bis zu 6-mal täglich mit der ölhaltigen Palmfrucht. Das Jungtier speichert in der Bauchregion große Fettmengen und bringt so, bevor es das Nest verlässt, das 1,5-fache Gewicht seiner Eltern auf die Waage. Ernsthaft? Also es bleibt bei 1000 Euro. So was soll man wissen? So, zwei Kategorien haben wir noch. Wollen wir Antike nehmen? Nein, nein, nein. Wir hätten gerne Erfindung. Der Süßstoff Sucralose wurde 1976 entdeckt, als ein Chemiker A. statt
Test it, taste it, also koste es Verstand. B, von seinem Kollegen mit einer Schaumexplosion reingelegt wurde. Oder C, in der Mittagspause eine Probe mit dem Salz verwechselt. Das 2 ist so gut, ist es nicht. Ich nehme 2. Ich nehme definitiv B. Also C, glaube ich, würde ich ausschließen. Wäre B eine Möglichkeit? 1976, mit seinen Kollegen mit einer Schaumexplosion reingelegt wurde. Also, die haben irgendwas gemacht, das hat Bumm gemacht. Dann war er voller Schaum und das hat natürlich, hat er auch in den Mund bekommen. Er hat gedacht, das schmeckt aber süß, wie lecker. Wie stehst du zu A? Dann hat er es probiert, anstatt es zu testen und merkt, es ist süß. Wir nehmen A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Die Süßkraft von Sucralose wurde 1976 am heutigen King's College in London entdeckt, jedoch mehr durch Zufall. Ein Chemiker wurde von seinem Chef gebeten, eine chlorierte Zuckerverbindung zu testen, auf Englisch tested. Er verstand allerdings tasted, also dass er sie kosten soll. Er probierte daher die Verbindung. Überrascht von dem süßen Geschmack, berichtete er seinem Chef. Bist du verrückt? Fragte ihn dieser. Du solltest es doch nur testen. Der Chemiker versicherte jedoch, dass er nichts heruntergeschluckt hatte. Und so konnten beide die Entdeckung feiern. Ja, also 2000 Euro auf eurem Konto. Ihr kriegt noch eine Frage. Eine Chance habt ihr noch. Antike. Das kann nichts werden. Wozu diente den Spartanern vor mehr als 2500 Jahren ein Stab und ein dazugehöriger Lederriemen? A. Alternatives Zahlungsmittel. B. Verschlüsselung von Nachrichten. Oder C. Wiederfinden einer Adresse. Warum soll ein Stab mit einem Lederriemen ein Zahlungsmittel sein? Verschlüsselungen von Nachrichten. Ich habe keine Ahnung. Wiederfinden einer Adresse. Also das C glaube ich nicht. Also das Verschlüsselung von Nachrichten hört sich für mich irgendwie am logischsten an. Ich weiß auch nicht. Es lächelt mich ganz gewaltig an. Also A schließe ich erstmal aus. Du hast den Stab, wickelst den Lederriemen drumherum und schreibst da, wer weiß denn sowas drauf, in einer Reihe. Sonst machst du aber auch noch ganz viele andere Buchstaben. Okay. Jetzt muss der andere, der Kai, die gleiche Stabgröße haben. Ansonsten wickelst du das wieder ab. Wenn jetzt ein anderer kommt und den Lederriemen an einen dünneren oder dickeren Stab macht, dann kann er das nicht lesen. Aber wenn du den gleichen Stab hast vom Durchmesser her und den drum wickelst, steht da wieder, wer weiß denn sowas. Was ist kaputt? Also C schließe ich mal aus. Ich sag dir, das ist B. Echt? Wir nehmen B. Komm, wir nehmen B. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. So, hier kommt die richtige Lösung. Die Spartaner behalfen sich mit einem einfachen Trick, um ihre Nachrichten zu verschlüsseln. Sie nutzten sogenannte Skripale, einfache Knöpfe, um die Arschmalerstreifen aus Leder gebunden wurden. Die Nachricht wurde dann der Länge nach auf das Leder geschrieben. Wickelte man den Streifen wieder ab, ergaben die Buchstaben keinen Sinn mehr und die Nachricht war verschlüsselt. Der Empfänger wickelte die Lederstreifen dann wieder auf einen identischen Stab und konnte so die Nachricht entziffern. Richtige Antwort. 1500 Euro. Also, wir schauen mal ganz kurz auf den Kontostand. Das Team Bernhard, ihr seid bei 2000 Euro. Ihr hättet doch nicht gewonnen. Das Team Elton, 1500 Euro. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage, ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten. Und dann lösen wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Musik. Beide Teams geben ihren Geldbetrag ein, den sie setzen möchten. So, beide Teams haben ihren Geldbetrag gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Für welchen Musicalfilm wurde eine Coverversion des Songs Lady Marmalade aufgenommen? A.
La La Land, B, Burlesque oder C, Moulin Rouge? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt. Also mit Musicals konntest du mich jagen. Ich hoffe halt nur, ich tritt. So, wir gucken gleich, wie diese Sendung heute ausgeht. Beide Teams haben Geld gesetzt, haben eine Antwort eingetippt. Wie viel Geld haben die beiden Teams gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Team Bernhard tippt auf Antwort C. Das Team Elton hat getippt auf Antwort A. Schauen wir auf die Auflösung. Auf jeden Fall ging es ja um diese berühmten Text. Voulez-vous coucher avec ma Lady Marmalade? In der Coverversion wurde aufgenommen von Lil' Kim, Mia und Pink. Und im Jahr 2001 war auch noch dabei Christina Aguilera. Moulin Rouge, Antwort C ist es. Leck mich doch am Arsch. Das bedeutet, dass Team Bernhard gewinnt. Das scheiß doch die Wanderung. Glückwunsch zum Sieg. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Gute. Also irgendwie bin ich schlecht. Ausmachen, Sauspaß, muss ich ehrlich sagen. Also egal. Oh mein Gott, schon wieder verloren, ey. Welcher Vollpfoste kennt sich mit Musicals aus? Also ey, da würde ich nicht einmal hingehen, wenn mir einer 1000 Euro dafür gibt, ey. Nicht einmal dann würde ich hingehen. So eine Schwachsinn, ey. Naja, was soll's. Das war also die 5. Show. Bleibt dran. Das nächste Video von Wer weiß denn sowas kommt natürlich morgen. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und sag hier an dieser Stelle Tschüss, ciao mit V und grüßt mir die Hühner.